Ihr entschlönt euch, der GZSZ-Star verzaubert mit Babyfoto. Ihr entschlönt euch und Hanna Weig im Elternglück. Ach, Weihnachten, das Fest der Liebe, logisch, dass auch unsere Stars und Sternchen völlig im Feiertagsmodus sind. So offenbar auch GZSZ-Liebling Jörn Schlünfeucht. Der beliebte Serienstar ist erst vor wenigen Tagen Papa geworden und kann sein Glück offenbar kaum fassen. Freundin Hanna Weig brachte vor wenigen Tagen, am 13. Dezember 2017, eine gesunde Tochter auf der Welt. Diese frohe Kunde teilte das Paar mit einem süßen Instagram-Schnappschuss mit. Zu sehen war die winzig kleine Hand von Töchterchen Delia. Der GZSZ-Star zeigt seine süße Delia. Während Name, Babygeschlecht und Geburtstag schon bekannt sind, warteten die Fans, und wir, bislang vergeblich auf einen ersten Schnappschuss des neuen Edinburghers, bis jetzt. Vor wenigen Tagen präsentierten und Jörn Schlönfeucht und seine liebste Hanna endlich die süße Delia. Vor weihnachtlicher Kulisse hält der Philipp Höfer-Darsteller seine Tochter in den Händen, vorsichtig küsst er das dunkelhaarige Köpfchen von Baby Delia. Hinzu fügte der GZSZ-Star eine Liebeserklärung an seine süße Tochter, Worte können nicht beschreiben, wie wunderschön du bist. Ich bin so stolz auf meine beiden. Auch die frisch gebackene Mama ließ es sich nicht nehmen, auf ihrem Instagram-Account ein Foto mit Baby Delia vor dem Weihnachtsbaum zu posten. Schrieb die 21-Jährige zu dem zuckersüßen Foto, auf dem sie ihre Tochter behutsam in den Armen hält. Hochzeitstermin steht bereits fest. Logisch, dass auch die Fans des Paares völlig aus dem Häuschen über diese niedlichen Schnappschüsse sind, Kommentare wie so süß. Und so schön, das ist das Beste, was einem im Leben geschenkt werden kann, sind unter den Fotos zu lesen. Die Hochzeit von Jörn Schlünfeucht und Hanna Weig soll übrigens am 28. Juli 2018 stattfinden. Wir können uns den Kommentaren der begeisterten Fans nur anschließen, einfach zuckersüß. Lass dich von Stars, Stöß, Beauty und Liefestühler inspirieren und folge auch bei Pinterest.